Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Nicht wundern, dass wir hier sind. Ich habe nochmal versucht, ein bisschen Zeit zu verdrödeln, aber viel ist es nicht geworden, ehrlich gesagt. Also ich bin bloß von den Ebenen einmal hier rüber und habe schon mal etwas Inventar leer gemacht. Mehr ist nicht passiert. Ich wollte eigentlich gestern noch ein bisschen Zeit verdrödeln, dass wir mehr Flachs haben und so, aber es hat die Zeit wieder nicht zugelassen. Wie das halt manchmal so ist. Also, wir haben auf jeden Fall Bedarf an Essen. Wir müssen uns wieder was zu essen reinhauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier noch Suppe, drüben einen Topf. Davon haben wir noch genug, da können wir 5 Stück einpacken. Wir haben dieses Wildschwein-Dörrfleisch, was allerdings eigentlich ganz schön schlecht ist. Ansonsten haben wir gar nichts mehr. Fertig, ne? Was haben wir hier noch? Gekochtes Wolfsfleisch. Naja, 45 Leben. Das ist eigentlich gar nicht so bad. Weil die Würste geben ja, glaube ich, 65, ne? Ne, 55. Naja, von daher. Ansonsten 3 HP pro Tick ist gleich. Hält ein bisschen kürzer, aber dafür, dass es einfach nur Wolfsfleisch ist und wir nicht extra was kochen müssen, finde ich das eigentlich ganz gut. Dann können wir nochmal fix gucken. Ich hatte doch die Birkensamen, genau. Ne, hier oben haben wir sie. 5 Stück, die können wir hier gleich mal in der Nähe einpflanzen. Die Gerste lassen wir noch drin, wir haben noch Tränke. Holz können wir erstmal wegpacken. Wir brauchen jetzt, obwohl, brennt hier noch ein Feuer? Nö. Ich habe echt mal vorher dran gedacht. Ich habe es nicht in die Truhe gepackt, um dann festzustellen, dass wir kein Feuer mehr haben. Ich bin stolz auf mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich würde sagen, haben wir noch Zwiebeln? Das war alles Rübe, ne? Zwiebel sieht ja anders aus. Dann können wir hier drüben vom Feld was nehmen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen Zwiebelsuppe. Ach nein, ich habe Samen gepflanzt. Und das sind wieder Rüben. Ach man, alles, was ich mir in den Kopf setze und vorhab, geht irgendwie nicht auf. Schade. Wir haben keine Zwiebeln mehr. Dann müssen wir uns doch irgendwas anderes kochen. Wir hauen jetzt erstmal die Samen hier rein, zack. Und dann gucken wir mal. Also, wir nehmen auf jeden Fall das und das. Da haben wir Gesundheit, hier haben wir Ausdauer. Das heißt, wir hauen uns jetzt einfach noch einen Schmutzshake mit rein. 50 Ausdauer oder Bärenmarmelade hat 40 gemacht. Rüben einen Topf 55. Rübe und Wildschweinfleisch. Ah ne, die haben wir ja schon. Was haben wir noch? Karottensuppe. 45 Ausdauer. Schwarzsuppe, nur 17 Ausdauer, die Augencreme ist zu teuer. Was war denn jetzt mit der Kamera los? Fischhappen ist wieder Dings, ungebackene Lokspastete. Können wir auch bald machen, oder? Haben wir ja schon. Haben wir ja schon gekocht. Nee, also, dann würde ich sagen, komm, wir hauen uns hier einfach eine Bärenmarmelade rein. Himbeeren, Blaubeeren, wir brauchen jetzt nichts. Ja, gut. Wir brauchen nichts Überkrasses, ist auch wieder doof. Oder eigentlich dumm, weil wir wollen ja Dörfer zerstören. Guck mal, Wolfsspieß, bring noch mal ein bisschen Gesundheit mit rein. Gut, dann machen wir Schmutzshake. Schlamm, Himbeeren, Blaubeeren. Komm, wir haben doch bestimmt Schlamm. Schlamm, Himbeeren, Blaubeeren. Zack, gib mir Schlamm, jawohl. Dann Himbeeren und Blaubeeren. Ist schon wieder viel zu dunkel hier drin. Himbeeren. Und noch ein paar Blaubeeren. Und dann machen wir das. Ja, wäre jetzt doof. Ich wollte jetzt sagen, komm, wir hauen hier einfach Bärenmarmelade durch. Obwohl die wenigstens 2 HP pro Tick macht. Aber ganz im Ernst, wir brauchen doch ein bisschen besser der Lebensmittel. Weil wir wollen ja jetzt hier ein bisschen Dörfer und so kaputt machen. Ich hoffe ja, dass wir im nächsten Dorf Flachs finden. Dann haben wir es mit einem Dorf geschafft. Oder mit dem nächsten Dorf dann geschafft und müssen nicht mehr ganz so viel kämpfen. Ich ziehe jetzt hier einfach mal durch. Wir machen jetzt mal 10 Stück, dann kann ich noch 5 in die Truhe packen. Und wir haben auch nur 2 mal Wildschweinfleisch. Ne, Wolfsfleisch war das. Das reicht nämlich auch nicht unbedingt. Da gucken wir gleich nochmal, ob wir was auf den Grill hauen. Blaubeeren hier oben rein. So, den Schlamm, den packe ich jetzt mal mit bei den Innereien rein. Und dann brauchen wir Birkensamen will ich behalten. Gerste will ich behalten. Wir hauen jetzt hier ein paar Schmutzshakes noch mit weg.
Und wir brauchen Dingsfleisch. Wolfsfleisch. Wo haben wir Wolfsfleisch? Hier, guck mal. 14 Keulen. Bisschen viel. Wir nehmen mal 7. Absolute Verwirrung hier. Jetzt brauchen wir doch nochmal Holz. Verdammt. Ich war so stolz. Ganz so weit habe ich dann doch nicht gedacht. Gut. Können wir das dann eigentlich auch mit hier dranhängen? Ach, wir hätten kein Holz gebraucht. Oder das... Ja, okay, geil. Da haben wir nämlich auch gleich direkt 5 Haken. Eigentlich relativ praktisch. Vielleicht geht es auch schneller auf dem Ding. Als da drüben. Aber scheint nicht so. Naja. Wolfsfleisch noch, dann... Ach so, nee, pennen können wir noch nicht. Wir hauen uns das Wolfsfleisch jetzt hier runter. Jawohl. Zack, zack, zack. Zack. Und zack, perfekt. Die anderen zwei lassen wir erstmal. Wir hauen uns jetzt eine Runde aufs Ohr, damit ein bisschen Zeit vergeht. Teleportieren uns zurück in die Ebenen und suchen mal noch nach einem Dörflein. Bin echt gespannt mit den neuen Gegenständen aus Teer. Wie das dann so aussehen wird. Boah, ich habe wirklich richtig Bock, mittlerweile wieder zu bauen. Guck mal, das Ding hier ist doch... Ah, guck mal, auch fertig. Da haben wir nochmal sehr gesunde Mets. Perfekt, Ausdauermets bräuchten wir auch bald mal wieder. Einen haben wir noch. Hier haben wir mal 4 wieder weg. Ah, und das war das Köstliche. Das lassen wir erstmal beiseite. Bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Gut, auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. Da hauen wir das nochmal mit rein. Üben einen Topf, hauen wir nach. Zwiebelsuppe geht schon noch. Oder, ja, nee, was war denn das? Ach, das war die Pastete, ne? Gut, so, Steinsuche. Rein damit. Ja, ich habe auf jeden Fall echt dolle Bock wieder zu bauen. Gerade mit den neuen Gegenständen jetzt und eine kleine Schatzkammer mit rein und. Ach, das wird schön. Ey, hier gibt's doch Flachs. Ach, ich bin dumm. Bin doch im alten Dorf, Mensch. Jetzt dachte ich schon, hä? Hier gibt's doch Flachs. Geil. Nee. Das war dumm. Wir müssen natürlich in das Schlangeportal. Wo ist die Schlange? Hier ist sie. Stimmt alles nicht mehr. Aber wir brauchen auch kein Portal mehr zur Insel des Todes, ganz ehrlich. Gut zum Innereinfarmen hätte es vielleicht was gebracht, aber... Da finden wir auch noch andere Orte. Liegt überall noch Schwarzmetall rum, ne? So, also, wir gucken mal. Hier erstmal am Ufer entlang. Was haben wir hier? Wir haben von dem Riesenvieh noch eine Trophäe. Geil. Und den seinen ganzen Loot. Stimmt, das haben wir noch gar nicht eingesammelt. Wir waren ja umringt von 1 Million Bullingern. Da rennt auch noch einer rum. Die Münzen sammeln wir noch ein. Der kann gleich kommen. So, wir sammeln mal fix hier alles ein, was hier rumliegt. Das ist schon nicht wenig. Und dann hauen wir den einen hier noch kaputt. Und gehen wieder auf die Jagd. Aua. Muss das sein? Komm, wir machen mal so einen richtigen... Bam. Och was, verdammt. Und nochmal. Bam. Menno. Dann halt so. Und sein Zeug noch. Hau mal schnell hier vorne in die Kiste. Wir sind schon wieder voll. Müssen wir sogar tun. Und dann geht's... Ach ja, komm, haut ab da oben. Ach, na klar. Aua, Mensch. Lasst mich doch alle mal in Ruhe. Ich will hier einfach nur ein paar Dörfer ausrotten. Mehr habe ich gar nicht vor. Wir haben bestimmt gleich ein zweites Mal gestochen. Ne, wir hatten Glück. Aber ich habe die Waffe zu spät in die Hand genommen. Müssen nochmal warten, bis er wieder ankommt. Da ist er. Komm, kleiner Todeskido. Komm. Und bam. So, eine Nadel. Perfekto. Jetzt drückt alle mal die Daumen. Halbe Folge schon wieder rum. Tut mir leid. Aber drückt mal die Daumen, dass wir auf jeden Fall nicht 1 Million Todeskidos abkriegen. Nee, dass wir natürlich ein Dorf finden. Was uns ein bisschen Flachs beschert. Gibt.
zur Verfügung stellt. Wie auch immer. Gerne mal wissen, können wir das hier abbauen? Geht tatsächlich. Machen wir jetzt einfach ein Riesenloch rein. Ich muss das mal kurz probieren. Tatsächlich. Kippt das komplette Ding um? Oder bleibt es in der Luft stehen, wenn wir hier unten alles weghacken? Probieren wir irgendwann mal noch aus. Versprochen. Würde ich einfach gern rein informativ mal wissen. Auch Moltebeeren sah gerade irgendwie so komisch aus. Jawohl, nächstes Dorf, Mensch. Ich hab's gar nicht so richtig registriert. Kam erst ein bisschen spät. Also es sieht gut aus mit den Dörfern zur Zeit. Da ist der Schamane. Bam, One-Hit. Pullinger machen wir im Nahkampf. Wir hätten eventuell nochmal ein bisschen reparieren sollen. Wenn wir jetzt wieder so viele Pullinger abkriegen wie beim letzten Mal, dann... Ach komm, ich hau einfach direkt Knochenwanst an. Was soll's. Ja, wenn wir jetzt wieder so viele Gegner abkriegen, wonach es gerade ehrlich gesagt aussieht, wäre natürlich richtig doof, wenn Frostner kaputt geht. Oh, der Große ist wieder aggro und wird wieder schnell. Verdammt. Bam. Ja, die sind wirklich... Die Berserker, vor denen habe ich noch ein bisschen Respekt. Wir haben, glaube ich, die... Doch, wir haben... Aber wir haben bloß noch 5 Nadelfeile. Ich Vollidiot. Na komm. Hat halt auch so einen krassen Radius, ne? Mit welchem er trifft. Und wir haben halt leider verpasst, ihm einen Pfeil so mit über... Ach, Mann, mit Überraschungseffekt reinzuhauen. Ich bin echt froh, dass wir den Knochenwand-Skill haben. Ach, jetzt haben wir hier drüben noch welche angelockt. Super. Komm, wir hauen jetzt nochmal hier so einen Ausdauertrank rein. Sonst wird es mir gerade echt ein bisschen zu eklig hier. Können wir den Typen blocken eigentlich? Wir haben das schon mal probiert. Ich glaube, mit Knochenwanst geht das einigermaßen. Aua, Mensch. Beruhige dich. Also ich meine perfekt parieren natürlich. Zack. Irgendwie machen wir trotzdem noch viel zu wenig Schaden. Obwohl Frost noch schon mega gut ist. Da muss man jetzt halt abwägen, ne? Was ist ein lieber, dass die einfrieren oder dass wir mehr Schaden machen? Mit dem neuen Schwert würden wir auf jeden Fall mehr Schaden machen. Oh je. Aber gefühlt machen wir gerade so richtig... Na gut, das ist ein Ein-Sterne-Typ. Der macht uns halt auch 10 Schaden. Nein, was mache ich denn? Ich ziehe mich erstmal aus hier vor den Jungs. Bam, jawohl. Jetzt aber. Wir könnten mal gucken, ob wir bei dem Großen mit so einem schweren Schlag vielleicht besser wegkommen. Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wir gucken mal, dass wir den blocken. Na, wenn, dann müsste man perfekt blocken. Nein, jetzt leckt's natürlich, jetzt leckt's. Vielen Dank dafür. Na, jetzt habe ich bloß den Kleinen getroffen. Ich darf es aber auch nicht so doll übertreiben, weil wir haben nicht mehr so viel Leben. Ach, 3 Lochse noch. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Wo kommen die denn her? Na gut, wir sind hier unten am Ufer lang und hinter dem Stein dahin. Na gut, dass wir jetzt nicht noch in die 3 Lochse gerannt sind. Das wäre es gewesen. Ja, ist gut. Beruhige dich. Ja, perfekt blocken ist schwierig bei dem. Man weiß halt auch immer nicht genau, wann er zuschlägt. Wenn er so lange ausholt... Das war dumm. Entschuldigung. Ach, Leute. Na gut, wir müssen es weiter mit Pfeilen probieren. Macht sonst keinen Sinn. Und der Kleine hier, der rennt irgendwie die ganze Zeit weg. Der will nicht... Jetzt will er... Jetzt, wo ich einen Bogen habe, kommt er an. Ich will das jetzt probieren, den perfekt zu blocken. Komm. Bam. Doch, ich glaube ja... Ja, jawohl. Okay, also doch. Ähnlich wie beim Steingolem. Wir machen so krass viel Schaden mehr, wenn die am Taumeln sind. Dass es sich auf jeden Fall lohnt, notfalls auch mal 1, 2 Schläge zu kassieren. Wenn es dafür beim 3. Mal klappt. Perfekt. Ich mag die Lochse. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die so friedlich und... Also, na, die sind nicht friedlich, aber die sehen so friedlich aus. Irgendwie mag ich die kleinen Jungs.
Oder großen Jungs. Na, wieder ein Schamane. Eigentlich müssten wir jetzt hier wirklich einmal hier bam. Dann kommt wieder keiner. Manu. Ach komm, ich klopp einfach rein. Wie viele werden es denn noch? Ja, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ah, ich habe jetzt... Oh Gott, das war aber knapp jetzt. Junge, 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 Junge. Zum Glück haben wir noch einen Lebenstrank gehabt, aber der ist auch schon wieder leer, ne? Ne, der macht noch was. Nein, nein, jetzt bin ich... Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Scheiße. Ah, da rennen sogar die kleinen Fullinger weg. Kann ich noch ein Dings reinhauen? Ne, wir haben kein Ausdauermet mehr. Oh, oh, oh Gott, das war richtig dumm. Nochmal ist es auch gleich vorbei. Ach, ich sag's vor allem noch. Wir haben... Oh Gott, das könnte der Tod werden. Wenn wir dolle Pech haben, könnte das passieren. Wir nehmen jetzt erstmal die Waffe aus der Hand, dann haben wir ein bisschen mehr Bewegungstempo. Zum Glück lassen die Lokse immer relativ schnell los. Die rennen einem nicht ganz so lange hinterher. Ich sag's vor allem noch und jetzt renne ich natürlich in die Jungs rein. Ach, Menno. Wie dumm. Lassen die los? Es ist schon bloß noch einer. Der könnte gerne auch noch weggehen. Ja, ich glaube... Oder? Guck mal, hier so aus dem Sichtfeld. Klingt das was? Sieht erstmal gut aus. Ich glaube, er ist hinterm Stein geblieben. Ja, auf jeden. Perfekt, hat was gebracht. Jetzt haben wir allerdings kein Knochenwanz mehr. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich darf mir also nicht so viel Zeit lassen. Wir müssen wirklich Knochenwanz, dann Tränke auf jeden Fall griffbereit haben. Eigentlich müsste ich die Tränke auch mal auf die 7 und die 8 legen. Macht gar keinen Sinn, dass ich auf 7 und 8 den Gürtel und den Umhang habe. Dann kann man die auch mal schön so beim Rennen oder so mal fix trinken. Und dann halt wirklich reinkloppen. Die Zeit nutzen, die Knochenwanst aktiv ist. Und so viel Schaden wie möglich anrichten. Ah, jetzt sind wir nass, das war dumm. Naja. Ich denke mal, das Dorf schaffen wir noch. Vielleicht haben wir Glück und haben Flachs und dann können wir wirklich nächste Folge bloß noch fix das Flachs anbauen und machen uns dann ein bisschen an das Hauptgebäude ran. Guck mal, ja, die greifen den wirklich an so ein bisschen. So richtig Bock auf Beef haben die anscheinend nicht. Was lässt denn nach? Hier, Wolfsding lässt nach. Ich sehe noch gar... Doch, da hinten. Ist da hinten ein Feld? Hier vorne, aber es ist auch wieder Gerste, ne? Warum hat der keinen Lebensbalken hier? Ja, wir müssen wirklich wieder die alte Taktik, selbst bei denen hier, blocken, dann draufhauen. 41, ach du Scheiße. Gar nicht dran gedacht. Ohne Knochenwanz gegen so einen Ein-Sterne-Typen ist nicht so witzig. Auch Leben... Auch mal einen rein. Ja, die Tränke brauchen wir jetzt mittlerweile doch echt deutlich mehr als vorher. Ich habe alles an Rüstung an, ne? Ja, mich wundert's. Aber gut, das ist so ein Stufe 1 Typ gewesen. Die hauen natürlich ordentlich Schaden durch, ne? Komm schon. Bam, jawohl. Den auch. Den blocken wir. Zack. Ach, war das geiles Gameplay gerade, oder? Mal einen Applaus von euch. So, und ah, die Ausdauer. Schade. Und zack. Und ich höre immer noch zu viel zu... Ah, hier haben wir noch einen Schaman. Hau ab mit deinem Schutzschild. Er hält halt zum Glück nicht viel aus, aber... Pfeffert Schaden rein. Und das Brennen ist... Oh, das Brennen ist so krass, ne? Das muss man echt gucken. Wenn jetzt irgendwo ein Speer kommt, war's das. Das Brennen ist schon heftig. Wir haben gerade mal noch 36 Leben. Med kann ich nicht reinhauen. Und ich höre schon wieder welche. Ah, da oben im Turm sind auf jeden Fall ein paar. Die lassen uns ja aber meistens in Ruhe. Komm, jetzt lasst mich bloß mal fix hier durchgucken. Na, das ist auf jeden Fall Gerste, weil Flachs hat ja so eine Blütendinger dran, ja. Das da hinten ist, glaube ich, auch Gerste. 63 Leben, ja, können wir probieren.
Bam. Ach, kommt doch her. Den, komm schon, jawohl. Ich glaube, jetzt haben wir die Fußsoldaten, haben wir fast alle. Ah, da läuft... Nee, doch nicht. Okay, ich nehme es zurück. Jetzt haben wir wieder keine Ausdauer mehr. Ach, Menno. Guck mal, Löwenzahn haben die Jungs auch angebaut. Ist auch nirgendwo Flachs drin, ne? Oh, Sperrtyp. Doch, hier Flachs. Ach ja, perfekt. Nee, blau war... Ach, stimmt. Die waren ja bloß blau, wenn die so kurz vor fertig waren, ne? War, glaube ich, so der letzte Reifezustand im Spiel, bevor die dann fertig sind. Cool, wir haben Flachs, Leute. Ich kann mich gar nicht freuen, weil ich hier so doll aufpassen muss. Also, wir haben nochmal Flachs. Das ist auch ordentlich was. Das können wir hier direkt dann an unserer anderen Station in den Ebenen, wo wir die Basis bauen wollen. Aua. Können wir das noch mit anbauen? Dann geht das jetzt alles ein bisschen schneller voran. Perfekt, wir nehmen das jetzt erstmal mit und verpissen uns direkt wieder. Ich habe keinen Bock, hier noch stundenlang zu kämpfen. So, zack, zack, zack. Alles mein Flachs, vielen Dank. Geh weg, Sperrtyp. Können wir mal fix gucken, dass wir hier ein bisschen was aus den Kisten mitnehmen. Der muss erstmal werfen, genau, zack. Bam, das war Gerste. Die Gerste nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann machen wir uns wieder vor zum Portal und... Tschüssikowski auf jeden Fall. Hier ist nix. Hier haben wir noch ein bisschen was. Haben die noch ein Feld? Nee, ne? Ich muss nochmal kurz rumgucken, aber sieht nicht so aus. Nö, komm, weg hier. Können wir später nochmal hin... Ah, die Lokse. Weg von den Loksen. Und wir sind schon wieder bei fast 23 Minuten. Oder bei guten 22. Irgendwie werden die Folgen zurzeit immer 2-3 Minuten länger. Aber man kann halt bei solchen Sachen auch nicht zwischendrin mal aufhören. Und ansonsten hatten wir ja nie groß Dörfer oder irgendwas im Spiel, ne? Waren halt immer nur so einzelne Gegner oder halt mal eine kleine Gruppe, aber... Dass wir hier direkt in so ein Dorf voller, keine Ahnung, 20, 30 Gegner reinrennen, gab's halt vorher nicht. Und dementsprechend... konnten wir vorher auch immer relativ pünktlich Folgenende machen. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Da sind wir wieder zurück. Ich glaube, die haben langsam losgelegt. Da hinten rennt noch einer, aber ich glaube, so langsam aber sicher lassen die los. Perfekt. Dann machen wir an der Stelle erstmal Folgenende. Wir beginnen nächste Folge damit, das Flachs und die Gerste noch im anderen Dorf anzupflanzen. Und dann geht's los mit der Bauerei. Mal gucken, wie viel Folgen. Mal gucken, wie die neuen Dächer und so aussehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.